Liebe Freunde, da habe ich doch neulich wirklich schallend lachen müssen. Ja, auch das gibt kein Thema, was ich da rein soll. Hat auch das Kommunikationsbüro die Stirn, die ihr durchaus wohlgesonnene Stuttgarter Zeitung zu vergaben. Diese sollen nicht mehr behaupten dürfen, dass Stuttgart 21 nach bahninternen Informationen erst 2022 fertig wird. Dass das Projekt selbst 2022 nie und nimmer fertig wird, das zeigen ja bereits sämtliche Tunnelarten. Es ist absurd, dass hier der Falschspieler den verklagt, der sein falsches Spiel aufdeckt. Volker Käfer sagte bereits vor mehreren Monaten, um die Fertigstellung Ende 2021 tatsächlich zu erreichen, das ist, was die Bahn so behauptet, seien, Zitat, sämtliche Planungsprämissen im Best Case angenommen und zusätzliche Risiken aus der Planfeststellung nicht berücksichtigt. Das ist ein Witz. Damit gibt er ja zu, dass alles extrem schön gerechnet wird. Und so kam Käfer auch im Juli im Lenkungskreis zu folgendem Ergebnis. Zitat, die Wahrscheinlichkeit, dass Stuttgart 21 trotz allem erst Ende 2022 fertig wird, liegt momentan bei 80%. Das muss man auf den Boden lassen. Kinder lernen frühzeitig in der Schule, dass die Wahrscheinlichkeit von 80% schon sehr wahrscheinlich bedeutet. Da fragt man sich, was geht da nur in Käfers Kopf vor? Er beherrscht doch als gelernter Ingenieur das Bruchrecht, das Prozentrechnen. Käfer tut doch nicht etwa heimlich. Auch sein Mitspieler Wolfgang Dietrich denkt, dass das Projekt ganz sicher 2021 fertig wird. Ich behaupte, ohne es beweisen zu können, Käfer kifft nicht, Dietrich denkt nicht, das Projekt wird nicht 2021 fertig. Schauen wir zurück. 1995 behauptet die Deutsche Bahn, das Jahrhundertwerk geht 2008 in Betrieb. 2003, und das können sich viele erinnern, auch die Jüngeren noch, bewarb sich Stuttgart um die Olympiade im Jahr 2012 und behauptete, bis dahin sei Stuttgart 21 fertig. Das war vor über einem Jahr. Bei der Volksabstimmung vor nunmehr ziemlich genau 2 Jahren wurde noch davon gesprochen, dass es 2019 fertig wird. Seit kurzem einigten sich die Planer auf die Sprechweise, der Fertigstellungstermin ist 2021, wohl wissend, dass das eine Falschaussage ist. Vor wenigen Stunden hat das Landgericht sein Urteil verkündet. Der Richter gibt der Bahn Recht. Einem doch das Lachen. Aber halt, bevor wir den Stab über den Richter brechen. Er hatte nicht darüber entschieden, ob 2021 oder 2022 oder sonst was. Er hatte nur darüber zu befinden, ob in einer bestimmten Sitzung des Aufsichtsrats mittels eines internen Papiers darüber informiert wurde, dass Stuttgart 21 doch vielleicht erst später fertig würde. Und die Stuttgarter Zeitung hat so etwas Ähnliches formuliert, dass sie sagte, die bezog sich auf ein Papier, was in der fraglichen Sitzung aber wohl nicht verwendet wurde. Also insofern ist dieses Urteil natürlich schon rechtens. Es darf behauptet werden, es hat ausdrücklich gesagt, er hat nicht entschieden, wann der Fertigstellungstermin ist. Es darf weiterhin behauptet werden, aber eben nicht mit Bezug auf ein Papier. Ich werde heute noch einiges sagen, dass das trotzdem beweisen kann. Nur über diese Nichtigkeit wurde gefunden. Damit ist klar, was die Bahn hier veranstaltet hat, ist eigentlich nur ein absolut lächerlicher Theaterdonner auf einem lächerlichen Nebenkriegsschauplatz. Haben die wirklich nichts Besseres zu tun? Das Gericht sollte unseren freigestellten Bietenkäfer eigentlich eher eine Auszeit in einem Kloster verschreiben.
dass sie dann ein klein wenig nachdenklich würden, dass Togo womöglich ins Grübeln käme. Neben diesem frommen Wunsch müssen wir aber auch selbst aktiv werden. Wir müssen selbst was tun. Mein eigentlicher Auftrag heute Abend war es, ein paar kurze Worte zu den Mahnfeststellungsauslegungen auf den Filtern zu geben. Aber das hängt mit dem unten da Gesagten zusammen. Käfer und Dietrich behaupten, das Projekt S21 liege im Plan. Allerdings, Zitat, befindet sich der Filterabschnitt auf einem kritischen Pfad. Und, wieder Zitat, die Bahn ist darauf angewiesen, dass sie bis Anfang 2015 den Planfeststellungsbeschluss für die Anbindung an den Flughafen auf den Filtern hinbekommen. Bei allen bisherigen Abschnitten lag die Zeitspanne zwischen der Eröffnung des Verfahrens und Planfeststellungsbeschluss zwischen 4 und 6 Jahren. Hier soll es nun so laufen, das muss man sich vorstellen, jetzt ist eröffnet worden, Anfang 2015, gutes Jahr, soll es fertig sein. Ich nenne 2 Beispiele, um das deutlich zu machen. Zunächst mal einen schwierigen Abschnitt, das ist der Bahnhof hier unten. Da wurde die Eröffnung 2001 gemacht und der Planfeststellungsbeschluss wurde 2005 ausgesprochen, 4 Jahre später. Aber es gab unendlich viele Planänderungen. Und erst vor wenigen Tagen kam die 14. Planänderung, in Woche 14, und zwar zum Nesenbach-Bücher. Das heißt, wir sind bis heute noch nicht wirklich, wir haben bis jetzt noch nicht wirklich Baurecht für diese Grube. Zweites Beispiel. Relativ unproblematischer Abschnitt. Der Abschnitt 1.4, das ist der zwischen Wielingen und Wendlingen entlang der Autobahn. Der wurde eröffnet im Jahr 2002 und der Planfeststellungsbeschluss wurde im Jahr 2008 ausgesprochen. Also 6 Jahre haben die benötigt. Hier auf den Filtern stellen Sie sich vor, es dauert ein gutes Jahr und nur dann können Sie 2021 einhalten. Können Sie eigentlich trotzdem nicht, aber das muss man sich mal vorstellen, mit welcher unglaubliche Unverfrorenheit, die solche Dinge in die Welt setzen. Die Deutsche Bahn will uns doch mit diesem Prozess natürlich hinters Licht führen. Seit 2002 versucht die Bahn zum wiederholten Mal diesen Abschnitt 1.3, das ist der Abschnitt auf den Filtern, Flughafenanschluss und so weiter, in die Planfeststellung zu bringen. Das Eisenbahnbundesamt hat das mehrfach zurückgewiesen. Also seit 2002 probieren die es, seit 11 Jahren. Es ist infam auch noch zu behaupten, wir Gegner seien schuld, wenn es nicht bis 2021 klappt. Jetzt starten Sie einen neuen Versuch. Ab kommenden Donnerstag, 6. November, liegen die Pläne für den Abschnitt 1.3 in den Rathäusern der betroffenen Gemeinden auf den Filtern, aber auch in Stuttgart, im Stadtplanungsamt, in der Eberhardstraße. Und man kann es dann auch abrufen beim Regierungspräsidium unter www.rp-stuttgart.de. Der Filterbereich ist nach dem Hauptbahnhof wohl der problematischste Abschnitt. Nicht umsonst hat die Bahn 11 Jahre herumgepfuscht und auch die jetzigen Pläne sind eigentlich unheilbar schlecht. Die Auftritte von Dietrich und Bahnvertretern vor den Gemeinderäten auf den Filtern in den letzten Wochen waren so unterirdisch stümperhaft, dass sich sogar ausgewachsene S21-Befürworter öffentlich dafür schämten. Hier auf den Filtern geht es wirklich ganz eingemachte. Es geht dabei auch um die Planrechtfertigung für ganz Stuttgart 21. Und speziell auf den Filtern geht es unter anderem um den Mischverkehr durch Landfeld-Echterdingen, um die Ausnahmegenehmigung durch die S-Bahn-Tunnel, um den Betrug am Filterdialogergebnis, um den Erhalt der Gäubahn, um die Gefährdung der Stabilität und Qualität des S-Bahn-Betriebs auf den Filtern, um ausufernde neue Kosten, um höhengleiche Fahrstraßenkreuzungen, eingleisige Gegenverkehrsbetriebe im Terminalbahnhof, hohe Brandgefahr in 27 Meter unter der Messe liegen Schnellbahnbahnhof und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bereits im Sommer 2012, am Ende des Filterdialogs, sagte Käfer,
Man müsse den Abschnitt 1.3 wohl in zwei Abschnitte aufteilen. Einen auf der Plieninger Seite entlang der Autobahn, das wäre der Abschnitt 1.3a. Der sei rascher umzusetzen. Dann könnte man Stuttgart 21 schon mal starten und unter Umständen im Zeitplan bleiben. Allerdings für Jahre, ohne dass ein Zug am Flughafen halten kann. Und ohne die direkte Verbindung Zürich-Stuttgart. Diese endet dann eben in Feigen. Für den zweiten Abschnitt, 1.3b, der den Flughafenbahnhof, den Terminalbahnhof, die Einschleifung und die Strecke bis zur Ruhr- und Hofen beinhaltet, für diesen zweiten braucht man natürlich deutlich mehr Zeit. Damit sagt Käfer aber klar, wir schaffen das Gesamtkonzept niemals bis 2021. Sind diese Weichensteller der Bahn nur dumm oder sind sie raffiniert? Oder wollen Sie mit Ihrer lächerlichen Klage nur vom eigentlichen Problem, das im Gesamtprojekt steckt, ablenken? Oder haben Sie nur Angst davor, dass jedes Jahr Verzögerung die Kosten weiter über die 7 Milliarden Euro Grenze fliege und dies zu äußern im Moment wirklich nicht klug wäre? Das Gericht müsste Sie wegen bewusster Falschinformation nicht ins Kloster, sondern hinter ganz anderen Mauern stecken. Vielleicht ein kleiner Rüffel gegen viele Journalisten aussprechen wegen mangelhafter Recherche, weil das Projekt niemals 2022, eher 2025 oder gar nicht fertig wird. Mein Appell an euch hier, verfolgt aufmerksam das Verfahren zum Abschnitt 1.3. Geht in die Rathäuser, studiert die Pläne, informiert alle Bekannten, schreibt Einsprüche an das Regierungspräsidium. Ich werde bei der Montagsdemo in 14 Tagen, wenn wir die ausgelegten Unterlagen des erstmals durchgesehen haben, dazu nochmal zu euch hier sprechen. Wir werden Mustereinwendungen formulieren und Sammeleinspruchslisten mitbringen. Ähnliches planen viele andere auch, zum Beispiel die Initiative in Feigen, die Gruppe KIC durch MG, Gruppen wie BUND, VCD, ProBahn und so weiter und so weiter. Arbeiten wir daran, dass dieser entscheidende Baustein 1.3 noch schneller zerbröselt, als er es wohl von ganz alleine tun würde. Legen wir diesen Dilettanten und Falschspielern das Handwerk. Vielen Dank an Steffi Sieke von der Schutzgemeinschaft Filder.